Also können wir schön weiter runter gehen, aber gucken wir erstmal die Gold-Items an. Plus 25 Rückstoß, 10% Haustier, bla bla bla. Okay, 1% Chance, das Ziel zu unterwerfen. Da gefällt mir das andere aber wesentlich besser. Also wird es wieder zerschrottet. Eiswiderstand. Brauchen wir auch nicht. Und was haben wir hier? Hat schon fast doppelt so viel Mana. 4% Rüstung, 3% Chance zu blocken. Ja, gefällt mir auch nicht so gut. Ja, und hier ein bisschen MF. Und weg damit. Ins Bett rein. Und weiter geht's. Ein Wayportal. Ein WP. Ein Waypoint. Ja. Waypoint-Portal. Das sage ich immer falsch. Ich hätte mir mal Waypoint gewöhnt. Oh, ich hätte vielleicht nicht weitergehen sollen. Sondern erst in die Stadt gehen sollen. Ah, okay. Glück gehabt. Er sagt hier, er hat die ganzen Erdbeben, die sorgen dafür, dass die Stadt hier erbebt wird und dass wenn die Tunnel sich einstürzen und alles geht kaputt. Und ich soll die Quellen der, oder dass die Quelle der Erdbeben finden. Ja, und irgendetwas will uns aufhalten. Es fürchtet uns. Ich spüre es. Okay, akzeptieren. Und. Okay, tschüss. Er ist einfach wieder weg, ja. Als wäre nichts gewesen. Aber wir gehen jetzt mal in den Wegpunkt rein, nicht, dass wir den verlieren hier. Ich glaube nämlich, man muss sie betreten, damit man, ja, die so gesagt bespeichert bekommt. Und da oben gibt es wieder eine neue Quest, die wir abgeben können. Hier unten können wir bei dem Trollerhans noch, reingehen. Und jetzt krieg ich hier wieder ein Scheiß-Item. Welches ist denn das jetzt? Equipped, equipped. Ach da, der. Ja, toll. Okay. Okay, ich soll den Kopfbrecher finden. Der ist in Ebene 17. Oh, das ist Kopfbrecher der Grausame. Und da wird er wieder eine Geschichte über mich singen. Und dafür kriege ich sogar was, was mal mehr Geschicklichkeit hat, als die, was ich habe. Hier, ich habe tolle Items für dich. Einmal das hier. Ah. Und das hier, und das hier. Das, 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 das und das. Und natürlich hier das noch. Und ich möchte natürlich wieder hiervon ein bisschen haben. 20 Stück reicht mir da erstmal. Ah, Level 17 habe ich immer noch nicht. Welches Level habe ich denn? Ah, ich habe bald Level 17. Okay. Ja, bis dann habe ich bestimmt schon ein besseres Item. Ah, da ist eine Ruhe. Ja, ich überlege gerade, soll ich da reingehen oder sollen wir jetzt einfach hier weitergehen? Eigentlich ist die Questroute hier viel cooler, als wie dem Typen da seinen Müll bringen. Weil die Belohnungen sind ja echt schrecklich dafür. Und ich kann schon wieder was lernen. Ich kann mal gucken, wie viel das zunimmt. 0,25 Meter nur noch. Das ist nicht so viel. Aber, ja, E-Schaden, also 5 Meter scheint schon wirklich viel zu sein, einfach. Ja, dann machen wir hier. Ja, mal noch ein bisschen Damage. Brauchen wir. Haben wir noch zu wenig. Und gehen wir nochmal zu der Caster-Frau hier. Hier die war das. Ich möchte nämlich was Tolles haben. Ah, okay, Schwert 3, das habe ich doch schon, oder? Aber das kann ich meinem Pet geben und ich hoffe, dass mein Pet das dann auch einsetzt. Elementarabwehr braucht mein Pet nicht. Halt nur den Zaubernden, ja, das ist ja auch blöd. Ja, dann kaufen wir das hier. War das jetzt richtig? Ja, 3 ist gut.
Ja, dann geben wir dem Pet wohl noch die Stille, dann hat das was zu tun, dann kann ich die Gegner still machen. Okay, Pet. Deine Stunde der Wahrheit ist gekommen. Inventar. Ja, Fisch habe ich immer noch keinen. Woran liegt das bloß? Und wo ist Stille? Hier, nimm das mal. Lass die Gegner mal verstummen. Ist natürlich jetzt witzig, wenn ich jetzt hier zwei von diesen komischen Schwertern habe, wenn das Pet das automatisch castet. Und gehen wir direkt weiter hier unten in das Portal rein. Und ich will natürlich dahin. Und wieder ein Ladebildschirm. Da stand gerade irgendwas. Füttere dein Haustier mit Fisch, dann passiert irgendwas Tolles. Das Exit Portal. Okay. Ja, okay, jetzt ist hier wieder die Meldung. Ja, das mit den Fischen, das geht immer relativ schnell weg. Aber hier das mit den Items, das lädt immer sehr, sehr lange. Water pours from the ruins above and falls down into oblivion. These caverns are lost to time, primal. The ember veins change as I descend, shifting colors, first hidden, then gleaming and glittering. It fascinates me now, as it did when I was young. Even the blight seems more pure here. My experiment may have succeeded if I had used ember from deeper in the mountain, closer to the source. There is still the corruption, of course, but with endless life, that becomes a small matter. Perhaps I will gain more here than I ever imagined. Okay, der Typ scheint ziemlich besessen zu sein. Stairs up. Oh, jetzt sind wir hier im neuen Gebiet praktisch. Hat sich alles hier ein bisschen verändert. Jetzt ist es ja so zerklüftete Felsen irgendwie. Ach, und da ist mein Pet, glaube ich, gerade gecastet. Und aus den Hütten kommen hier auch kleine Männchen raus. Ah, ich will den Gürtel haben. Nein. Ah, das ist auch gerade das Schwert gewesen, was mein Pet casten kann. Sehr, sehr cool. Und langsam habe ich auch wirklich schon einen Mana-Verbrauch, den ich merke. Großer Gesundheitstrank. Sind die noch besser? Sind das andere? Nein, das sind die ganz normalen, die 800 machen. Na gut. Komm, böse Spinne, geh weg. Und ich glaube, mein Pet setzt die Fähigkeit relativ oft ein. Denn ich habe es gerade schon wieder gehört. Na komm da raus. Okay, da haben wir was Schönes gefunden. Gucken wir direkt mal nach. Ah. Okay, was haben wir hier? Das eine pusht hier mein Haustier und sorgt für Distanzschaden und so. Und das hier eigentlich nicht. Gut, blöd. Gucken wir mal hier. Ist auch schlechter. 15 Poison Schaden und plus 4 Magie. Das wird schon mal gar nicht mal so schlecht sein. Vielleicht gebe ich das dem Pet. Okay, Pet. Aber ich erhöhe auch meinen eigenen Schaden damit. Was opfere ich dafür? Machen wir es einfach mal so. Und hier nehmen wir den ganzen Kram wieder auf, den wir nicht haben wollen. Und weiter geht's.